So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Das letzte Mal haben wir das Level von Rasierer gespielt. I wanna find the key. Und jetzt machen wir mit Stress-Free Mario weiter. 41 Sekunden, let's go. Escort des Wumps. Ach ja, stimmt, das war ja das. Ich hatte schon gelesen, ich habe nur noch nicht reingeschaut. Richtig. Richtig, da waren wir. Ich erinnere mir. 2.3. Dann eskortieren wir mal die Swamps. Ach so. Den habe ich aber nicht so gut eskortiert jetzt. Well, what? Ich verstehe gar nicht, was ich tun soll da drüben. Also der fährt da rüber, dann fährt der da runter und ach so, ja doch, jetzt habe ich es verstanden. Ich muss schnell sein, ich muss schnell dann da auf den unteren und dann über die Lücke darüber. Und dann kommt der andere gleich zurück. Nee, der killt sich. Der killt sich, der kommt nicht zurück. So, genau. Und der fährt jetzt weiter. Den brauche ich. Wie mache ich das denn jetzt? Hä? Sonst waren die Level von dem doch nie so, dass ich überhaupt nicht wusste, was ich tun soll. Uff. Was ist denn jetzt falsch? Muss ich den aufsetzen, den Shelmet, oder muss ich den mitnehmen? Wow, okay. Ich schätze, ich muss ihn aufsetzen, da er mir beim Mitnehmen aktuell nicht geholfen hätte. Also, ach doch, da oben muss ich ihn gegenwerfen. Ah, okay. Okay, 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 okay. Bin ich gedanklich dann doch schon einen Schritt wieder weiter in dem Level. Ah, und jetzt passt das damit besser zusammen. Okay. Oh, guck mal, wer gerade online ist. Rasierer. Baut gleich das nächste Level. Uff. Okay, das... Ich kann da wirklich entlanglaufen bis zur Münze. Ich glaube, die ist wirklich ein fairer Indikator. Ja. Da ist so viel passiert, aber es war alles nicht relevant. Es war, glaube ich, teilweise nur Show. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass ich direkt weitergehe. Ja. Und dann da drüben wieder einen Spin-Jump ansetze. Weil der Swamp hier unten fährt auch weiter. Seine Runde. Sheesh. Ach Mist. Und dann? Warum ist da ein Z? Ich lande doch auf dem Notenblock. Da brauche ich doch gar keinen Spin-Jump. Ja, super.
Aber wieso ist da drüben ein Z? Ich brauche doch gar keinen Spinjob an der Stelle. Oder doch? Und ich verstehe nur nicht, wie ich den ausführen muss. Yo, was bitte? Ich musste, da ist ein Z wegen kleinen Sprüngen. Also jetzt habe ich es verstanden. Okay. Aber what the heck? Hä? Warum hat das jetzt nicht funktioniert? War irgendwie viel langsamer als vorhin. Was habe ich falsch gemacht? Hä? Was mache ich gerade anders? Der Sprung geht nicht mehr, wie ich das gerne hätte. Aber was habe ich jetzt anders gemacht als vorhin? Das ist jetzt halt nicht so cool. Aber ich habe es immerhin jetzt mal geschafft, den Helmet aufzusetzen. Shellmet. Ist Shellmet die offizielle Bezeichnung oder nenne ich den gerade nur so, weil die GR den so nennt? Nee, Ryu nennt den aber auch so, oder? Aber ich weiß es nicht. Nicht, dass ich jetzt wieder Begriffe klaue von irgendwelchen Leuten. Wieso? Wo geht jetzt meine Geschwindigkeit hin? Wieso klappt denn das nicht mehr? Hä? Das ist immer wieder strange, wenn Sachen nicht mehr funktionieren, die vorher immer funktioniert haben und man sich gar nicht dabei irgendwas gedacht hat, so von wegen, warum das nicht funktionieren könnte. Ich check's nicht. Was mache ich falsch? So, das hat wieder funktioniert. Oh, das ist kritisch. Das ist richtig kritisch, der Abschnitt. Reicht es vielleicht, den Spinjump-Knopf zu halten, oder muss ich den immer wieder neu drücken bei den Notenblöcken? Ja, so viel dazu. Ich muss es ausprobieren. Ich muss mal ausprobieren, den einfach nur zu halten. Ich glaube aber nicht, dass das gut gehen wird. Ach Mist, so komme ich halt nicht zum Ausprobieren. Ich denke, ich muss den immer wieder neu drücken, sonst werde ich nur so drüber ziehen. Ja, ich brauche es eigentlich gar nicht probieren, ich weiß es, aber ich werde es trotzdem probieren einmal. Hä? Na dann halt nicht. Na dann halt nicht, ne? Wer nicht will, der hat schon. Boah, das Level ist wirklich auch wieder stressig. Also ich bleibe ja da dabei. Ich weiß nicht, wieso er das stress-free genannt hat. Das ist ein wenig ironisch, mir scheint. Cool. Sehr cool. Noch cooler. Mensch. Cool. Was mache ich denn da falsch? Es hat vorhin funktioniert, ohne dass ich drüber nachgedacht habe und jetzt klappt es wieder. Ja, auch cool. Wobei man den Sprung dann wahrscheinlich einfach rüberziehen könnte, ne? Also eigentlich ist es egal, ob ich den Helmet auf, Shellmet auf habe oder nicht. Wissen.
What? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich skippe das Level jetzt. Ich habe keine Ahnung. Ich komme manchmal bis zu den Notenblöcken und dann ist da aber auch Schluss. I don't know. Sit back and enjoy the bombs. Oh nein, müssen wir jetzt Spinjumps auf Bomben machen. Also wir werden das vielleicht später nochmal probieren. Keine Ahnung. Meistens sage ich, wenn ich sage, wir werden das später nochmal probieren, ist das meistens ein Indikator, dass wir es eben nicht nochmal probieren. Ah, cool. Aber... ja. Jetzt gucken wir erstmal, was er hier so gebaut hat noch. Das hat er gebaut. Wie knapp ist das Fenster? So knapp. Oh Gott. Hey. Ach so, verstanden. Wow, da ist noch ein Feuer runtergekommen. Okay. So, was tue ich jetzt hier? Ah, der Koopa fällt da durch. Aber will ich erst hoch oder will ich... wo will ich denn erst hin? Ich will da rüber. Will ich den auslösen? Ja, aber wozu will ich den nur auslösen? Ich will den mitnehmen. Will ich den mitnehmen? Ich kann den nicht mitnehmen. Aber wofür will ich... hä? Ich kann doch aber theoretisch auch von hier direkt da... oh, kann ich gar nicht. Ach so. Ich dachte, ich kann das. Das war ein Trugschluss. Deswegen, ich will die Bomben nur benutzen zum rüber... Die Bombe hat eigentlich gar nichts hier... die Fähigkeit der Bombe ist hier gar nicht relevant. Okay, also so, so. Und dann... ja, aber hä? Dann kriege ich da oben keinen Anlauf. Super. Muss ich dann doch zurück mit einem Spinjump auf den? Wahrscheinlich ja. Oh, ich war zu langsam. Ja. Also so, so und dann so, oder was? Ja, das würde funktionieren. So käme ich zumindest mal auf dieses Springboard. Und was anderes kann ja aktuell gar nicht mein Ziel sein. Dann probieren wir das halt aus. Keine Ahnung. Also so, so. So, jetzt bin ich erstmal hier drin. Ja, und nü? Nein, ich will hier normal drauf landen. Da muss der Koopa auf das Springboard. Ich will normal auf diesem Viech landen. Also muss ich von dem Laufband aus einen normalen Sprung zum Koopa machen können. Irgendwie.
Ah, kann ich ja auch. Ja, moin. Vorhin ging das nicht. Okay. Okay. So weit, so gut. Jetzt habe ich halt keine Ahnung. Okay, normale Sprünge. Oh oh. Okay. Das wird's blöd gewesen, wenn die explodiert werden vorher. Ach du... Oh nein, jetzt kommt genau das, was ich hasse. Aber es ist mit einer großen Bombe. Und es ist ein Checkpoint davor. Bless den Guy für Checkpoints. Und es ist, wie gesagt, mit einer großen Bombe. Das macht es angenehmer. Oh, das hätte ich nicht. Ach doch, hätte ich. Alles gut. Den muss ich aus... Okay, und dann muss ich auf den drauf. Okay. Ah, das ist jetzt wieder verglichen mit dem Swamp-Level, ne? Das ist wieder spielbar. Ich habe bei dem Swamp-Level nichts gecheckt, teilweise. Ich habe teilweise keine Ahnung gehabt. Nein, ich muss hoch. Oh. Ich habe teilweise keine Ahnung gehabt, was der von mir wollte. What? Ist das ein Wettrennen mit der Bombe oder was? Jetzt muss der explodieren. Ja, weg ist er. Okay, der kommt auch nicht wieder. Wait, aber bin ich jetzt softlocked? Oder kann ich mich irgendwie killen? Ah. Jetzt erst gesehen. Okay. Super. Das ist genau, was ich wollte. Oh, zum Glück ist es eine große Bombe, ey. Das kann man auch einigermaßen kontrollieren. So, diesmal machen wir das safe hier oben drauf. Dann kann da auch nichts passieren. Aber es hat ja vorhin auch funktioniert. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Ich muss direkt weiter. Und den immer schön verfolgen. Sonst ist er aus dem Screen raus. Und dann ist das kacke. Ach nee, sonst explodiert er da zu... Ah, sonst explodiert er da vor dem Ding. Verstanden. Oh, natürlich. Den werde ich nochmal versauen. Aber es ist okay, wenn ich ihn versauen sollte. Okay, versaue ihn nicht. Es wäre jetzt nicht schlimm gewesen. Es war kein schwieriger Abschnitt. Das ist jetzt verglichen mit dem Swamp-Level vorher. Kein Vergleich. Ne? Vielleicht war ich einfach zu blöd für das Swamp-Level. Ich habe keine Ahnung. Ist ärgerlich, weil jetzt haben wir ein Level in der Reihe, die wir noch nicht gespielt haben. Was wir auch noch nicht geschafft haben. Aber wir lassen das erstmal weg. Wir spielen erstmal weiter. Throw Shells. Oh Gott, bitte kein... Oh nein, das wird Shell-Jump-Zeug. Oh Gott, da kommen jetzt Shell-Jumps, ne? Da kommen jetzt 100% die Shell-Jumps. Geh weg. Ach so, oder so. So Schalter-Shell-Würfe. Ja, gut. Ja, gut. Hä? Okay, worauf muss ich da warten?
Ich habe sie geworfen, aber es hat leider nichts bewirkt. Muss ich auf irgendwas warten? Es passiert ja leider nichts. Da muss irgendwas runterkommen. Ich glaube, ich muss den Notenblock treffen und nicht das davor. Okay. Dann werf halt nicht hoch genug. Nein. Mann. Bin ich dafür wieder zu blöd? Juhu! Juhu! Ich werf zu bald. So, jetzt muss da was fallen. Okay, genau so. Okay, ich habe ein bisschen Angst, das Timing zu verpassen. So viel dazu. Okay, aber wir haben einen großen Teil gemeistert. Und auch den Fehler von vorhin verstanden. Da oben die falsch hochzuwerfen. Auch das wieder ein Level, was man mit der Zeit versteht. Das Swamp-Level irgendwie nicht so. Ah, aber ich bin schon froh, dass das mit der Bombe gerade funktioniert hat. Das ist schon mal ein geschafftes Level in dem Part. Ach man. Das ist schon ganz okay. Und ich denke, das Level werden wir auch schaffen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendwas kommt, was ich überhaupt nicht schaffen werde. Weil bisher fühlt es sich halt durchaus machbar an. Während sich das Swamp-Level von Anfang an richtig komisch angefühlt hat. Keine Ahnung. Da komme ich nicht drauf klar. So. Und... Zack. Ah, es ist so knapp. So. Okay, diesmal werden wir gleich rennen. Und dann haben wir auch genug Geschwindigkeit drauf. Oh Gott, das wird viel zu genau nicht funktionieren. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Boy, okay. Oh, ich hab den nicht richtig gemacht. Wait, what? 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 Wie viel passiert hier? Ich hätte hier schon wieder werfen müssen. Ich habe da schon wieder fast verpasst. Da hätte ich schon irgendwas werfen müssen. Hä? Millionen Indikatoren auf einmal. Da muss ich schon werfen.
Da muss ich werfen. Dann, ah, dann treffe ich... Oh, Gottes Willen. Dann treffe ich die da unten. Dann muss ich da drüben wieder werfen. Eieiei. Also, hier ist klar. Und dann geht's los. Da werfen. Da werfen. Und dann hier springen, richtig. Richtig springen. Nicht nur so ein bisschen. Okay, okay, okay. Also hier, zack, ist klar. Dann da. Da, zack, zack. Und jetzt muss ich dahin. Oh Gott, so viel auf einmal. Ich bin überfordert. Also nochmal. Da. Da. Da, zack, 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 zack. Das war hochwerfen, das war schlecht, weil jetzt kommt die da unten nicht lang. Da hätte jetzt eine sein müssen. Okay. Schusch. Zack. Zack, zack, zack. Ich hab dich... Oh, das reicht noch, okay. Also das kann man ein bisschen später notfalls machen. Da passiert nichts. Zack. So. Das war zack in der Tat. Sehr zack war das. Zack. Zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, zack. Okay, jetzt kommt die und hoffe, die passt. Komm schon. Yes. Ah. Okay. Und das ist ja der Zielraum jetzt, ne? Natürlich. Okay, sieht aber jetzt nicht böse aus. Ich muss den Sprung und ich muss die... Ich darf die jetzt halt nicht verlieren. Und dann muss ich einfach nur da oben treffen. Nice. Nice! Okay. Ist jetzt die Frage, gucken wir uns 3-3 noch an? Oder... Ja, wir gucken uns 3-3 noch an. Wir gucken mal vorsichtig in 3-3 rein. Wir gucken mal vorsichtig in 3-3 rein. Was sagt denn 3-3? 0,25% 2 Minuten 49 Weltrekord. Ich glaube, wir gucken doch nicht in 3-3 rein. Oder wir fangen es an und setzen eine Fortsetzung dann oder so. Aber das klingt nicht gesund, Leute. Das klingt überhaupt nicht gesund. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei dem Kaizo-Dings. So, das finale Level ist dann das, was ich nicht schaffen werde. Nur so die einzelnen Abschnitte hat man hingekriegt. Aber dann ist irgendwann ein Punkt erreicht, wo zu viel hintereinander kommt und man dann nicht mehr das nicht mehr hinkriegt. Das fühlt sich gerade genauso an wie so ein Kaizo-Schloss von diesem Kaizo-Tutorial. Mit diesen Millionen Regraps und das muss zusammen. Wobei das noch geht hier. Das geht hier noch eigentlich besser ein bisschen. Das lässt sich hier noch besser kontrollieren gerade. So ehrlich muss ich auch wieder sein. Uff. Uff. Aber das ist dann doch eher was für den nächsten Part. Da können wir dann einen ganzen Part lang in diesem Schloss hier sitzen. Yay. Dann mache ich die jetzt lieber aus. Können wir mal gucken, ob wir noch ein oder zwei Schrittchen weiterkommen. Aber das ist eher was für den nächsten Part. Und auch für die nächste Aufnahme. Ich habe jetzt schon wieder die Schnauze voll. Okay. 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 Okay, ja, wir sind weitergekommen. Wir sind weitergekommen. No!
No. Nein. Oh Mann, die gleiche Stelle. Okay. So, erstmal hängen. Erstmal abhängen, alles ist cool, nichts kann passieren. Das ist ja ein netter Sprung. Ja. Uff. Okay. Wie gesagt, eher was fürs nächste Mal. Bitte baut bis dahin ganz schnell viele Level. Nein. Nein, ich würde tatsächlich sagen, auch das hier 3-3. Okay, 2-3 und 3-3 würde ich erstmal skippen. Und wir machen dann erstmal mit Stressful wieder den normalen Leveln hier weiter. Dass wir uns erstmal so viel wie möglich angucken und dann sehen wir ja, was alles noch übrig bleibt. Machen wir das so? Gut. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.